Steht auf den Tischen, aber wir haben gesagt, die Tische sind so wackelig, da bleiben wir heute mal unten. Der Robert, Akkordeon, Gesang, Mundharmonika. Der weitere
unser bayerischer Rocker. Ohne ihn, ja, ich weiß nicht, ob wir da reicher werden oder ärmer werden. Turbo, Gitarre, Bass, Gesang, die Rock'n'Roll, die Rocksachen und so weiter. Super Musiker, hat auch viele eigene Songs. Was soll ich da noch sagen? Gell? Viele eigene Songs, hat viele eigene Bands schon gerade viel gemacht. Gell? Sehr schön. Vielleicht singst du da Abend einen eigenen Song. Ja, kann ich auch irgendwie was. Am Schlagzeug hinten, meine große Liebe. Ja, unabhängig davon. Die Susi, Schlagzeug, Gesang, Rhythmusmaschine bei uns. Nee, das war alles. Zu meiner Linken. Schon wieder? Ja. Was ist passiert? Das kann man missverstehen. Zu meiner Linken. Der Rolf. Fender, so eine Sliding-Gitarre. Ich finde das Ding einfach geil. Er hat mal erzählt, alter Fahrrad-Sattel, da dieses Rohr abgesägt. Damit fing er an. Jetzt kann er sich schon was Besseres leisten. Oder ist das immer noch das vom Fahrradfabrik? Das ist schon was anderes jetzt. Aber damit hat er angefangen mit so verrosteten Rohr, gell? Ja, vielleicht noch. Jetzt vielleicht, oder? Wir fahren ja ein ganz besonderer, hat schon auf der ganzen Welt gespielt, ist ein Rockabilly-Man, wie man so schön sagt. Immer wieder mal als Special Guest bei uns dabei. Mittlerweile hat sich da schon eine richtige tiefe Freundschaft entwickelt. Ja, cool. Spielt super geil Kontrabass, obwohl wir da ein bisschen Probleme mit haben, weil der spielt so gut, da kommen wir nicht mehr mit. Danke, danke. Ja, du spielst aber immer irgendwie schneller oder langsamer, gell? Das wollte ich da noch recht zu sagen, gell? Na, und er singt ganz toll. Wäre wunderschön, wenn du an ein, zwei eigene Sachen singen würdest. Er schreibt unheimlich viele Songs. Rockabilly-Stil, oder? Und spielt in einer ganz tollen Band, die 50s Finest, die vielleicht auch mal zu euch runterkommen, wenn sich das ergeben sollte, ist ein Trio. Wer gern Boogie tanzt, Rock'n'Roll und all diese ganzen Sachen. Hier, geil. Eine Nummer nach der anderen, geht in die Beine, geht ins Herz. Das war sowieso Musik mit Gefühl, oder? Boogie, Rock'n'Roll und so weiter. Gell? Jimmy Swamp, ich bin der Louis, Gitarre gesagt, zuständig für das Blöd daherreden. Ja, viel Spaß heute Abend. Gell? Wir singen einfach heute Abend, spielen mal einen Querschnitt von allen möglichen Rollen, damit wir ein bisschen. Thank you.
Eine Crazy Country Chester. Wir haben sie ja vorgestellt, vor 3 Wochen, glaube ich, war dieser junge Mann hier bei uns, der Robert, ihr kennt sie über sich alle noch. Das war recht lustig, das war der Mann, der immer so viel gelacht hat, wo die Silvia viel Probleme gehabt hat mit den Knackser. Robert, Crazy Country Chester. Jetzt kannst du dich einmal kurz vorstellen. Stell mir unsere, also deine Musikerkollegen vor, dass wir mal wissen, mit wem wir es jetzt zu tun haben. Du hast das ja schon gemacht vor 3 Wochen, aber dass wir Sänger. Okay, also, dann darf ich jetzt einmal vorstellen. Haben wir schon wieder die Knackser? Ja, das kann ich. Okay, so, gell, so. Jetzt habt ihr mich rausgebracht. Also, das ist unser Luis, der Gitarrist und Sänger. Dann haben wir unsere Nähmaschine, die Susi, Schlagzeuger. Dann haben wir den Slate-Gitarrist, der Rolf. Ja, Churro ist gerade beim Sexy machen. Der wird jetzt dann schon aufdauern. Und euren Bassisten habt ihr auch mit heute? Ja, genau. Einen Bassist haben wir auch noch. Und zwar ist der Jimmy. Der ist heute als Gastmusiker mit dabei. Hallo. Und spielt bei den 50s Finals. So, wir sind heute hier im wunderschönen Clublokal vom Wiener VCWC und die Country Chester, meine, wisst ihr, wir haben ja da schon viel gehört von Robert vor 3 Wochen. Ein paar Sachen hat uns schon geliefert, wie ihr im Video dann sehen werdet, am Boden herum, aber ich glaube, da kommt ja heute noch mehr, oder? Ja, wir werden schon noch ein bisschen drauf haben, also das war jetzt das Zuckerl für vorne. Sehr gut. Und ganz wichtig ist, der Tisch da rechts vorne, dahin sitzt eine Dame, die Katja, die hört nämlich jetzt nicht zu, die wird das erst dann morgen, übermorgen sehen, die darf gleich mit dir irgendwas machen, mit Tambourin spielen oder irgendwas, weil ich gesagt habe, die holt sich immer Publikum raus, ne? Also die Katja ist das, falls du das merkst, die darf das gerne machen. So, liebe Freunde, vor 3 Wochen waren wir ja hier bei uns bei Country Radio Revolution, der Herr Haas, der Günther, wo ist er denn? Danke, ihr kennt es ja mehr oder ihr liebt es ja mehr. Haben wir unsere wunderschöne Gitarre schon gehabt. Der Robert hat ja schon irgendwo unterschrieben, ich weiß aber jetzt gar nicht ehrlich gesagt wo. Und ich habe versprochen, wenn Country Chester, Crazy Country Chester bei uns ist hier und live spielen, dann werden wir die Gitarre nochmal mitnehmen. Genau. Und da, warte, halt's nochmal. Und da möchte ich jetzt bitten nochmal für alle, dass wir alle einmal drauf unterschreiben. Ich habe da einen Stift mit. Weil immerhin, der fängt noch. Weil immerhin ist ja die Gitarre, die wird ja dann für einen guten Zweck versteigert. Und wir wollen natürlich auch alle drauf haben. Extra angereist aus Bayern, wie gesagt, die Crazy Country Chester. Falls ihr das hören wollt, ich weiß gar nicht, ist schon online die Sendung, Günther? Die Sendung ist schon online, aber es ist jetzt auf Facebook von gestern, sind auch ein paar Videos drin und Fotos. Und heute da früh, also ich habe die gestern am Abend noch reingegeben und heute da früh ist mir mein Handy gegangen wie ein Maschinengewehr. Tuk, 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 tuk. Ja, also, wie gesagt. Super, schaut's rein bitte. Seid ihr von gestern? Gestern war ja die Band beim Kochi, war ja auch eine super Sache. Ja, das war eine super Sache gestern beim Kochi, gell? War absolut geil, das Publikum war absolut geil. Ein echtes großes Lob an Österreich und ich schwanger nach Wien. Alle paar haben gesagt, sie bleiben nur eine halbe Stunde. Sind nach uns gegangen, gell? Das war der berühmte
der berühmte Robert Locher, den habt ihr ja vor 3 Wochen schon des Öfteren gehört. Wie gefällt, habt ihr von, warte, tu mal mit euch, du hast eh schon so viel geredet. Habt ihr ein bisschen was von Wien auch gesehen vielleicht? Nein, von Wien haben wir gar nichts gesehen. Wir waren so fertig nach dem Gig gestern, dass wir eigentlich heute viel geschlafen haben. Wir waren zwar mal kurz irgendwo beim Essen, aber dann wieder hingelegt, und damit wir für heute Abend richtig fit sind. Sehr gut. Und ich habe gehört, vielleicht, ich weiß nicht, ich will ihn dann könnt ihr nicht vorgreifen, vielleicht sehen wir euch ja heuer noch einmal oder nächstes Jahr oder ja, was ist klar? Heuer sind sie im Bärneck noch, bei den Churchill Cowboys, ne? Ist das? 14. Juli. 14. Juli. 13. Juli spielt U West, 14. Juli spielt Country Crazy. Chester, also CCJ, wenn ich so richtig gesagt habe. Ja, und der Ribana ist auch dort. Die spielt auch um 14, glaube ich. Gell? Und wir werden natürlich auch vor Ort sein. Wir fahren statt Pullman City jetzt in die Steiermark. Ja, das ist dann Bernegg in der Steiermark. Du, wir zwar haben auch ein ähnliches Problem, dass du ein bisschen was erzählst von die Zähne. Normal. Cookie Dent hätte ich da, kennst du? Ja, ich hatte einen Zahn verloren, längere Geschichte, aber um das kurz auf den Nenner zu bringen, das Implantat hat nicht gehalten, der Zahn musste wieder raus. Und wenn ich euch das mal zeigen darf, halt mal bitte. Ihr seht, so ging es nicht, also ich musste das wirklich hier provisorisch wieder richten lassen, aber seit der Zeit nuschel ich leicht und bei jedem Song, nicht lachen, bei jedem Song ist es so, dass die Zunge irgendwie falsch anstößt. Ich habe keine Chance, einen Song momentan so zu interpretieren, wie ich es eigentlich gerne möchte, weil meine Zunge verrückt spielt, seit ich diesen Plastik im Mund habe. Gell? Solltest du da ein Problem haben, ich weiß jetzt nicht, ob wir das sehen dürfen, aber allzeit bereit, Cookie Dent für die Zähne, dass ich kann da helfen. Gell? Danke dir. So, Bassist haben wir schon gehabt, Gitarrist ist gerade umziehen, du bist Solo-Gitarre, magst du? Ja, ich spiele Bottleneck-Gitarre und bin irgendwie durch Zufall durch einen Gitarrenstammtisch zu dieser Gruppe gekommen und das hat irgendwie von Anfang an gepasst. Und der Robert möchte immer gerne Sauschwanzel hören und dann mache ich ihm seine Sauschwanzel. Seine Einsätze verpasst mit dem Akkordeon. Der Robert, du hast uns ja irgendwas erzählt mit einem Fahrradsattel oder was? Das ist ja. Das ist genau das. Das ist nicht mehr der Fahrradsattel. Aber von dem Fahrradsattelrohr, damit habe ich angefangen. Von der ersten Gage hat er es gekauft. So, ihr, wann fährt ihr wieder zu Hause? Morgen schon wieder oder bleibt ihr ein bisschen in Wien? Morgen fahren wir wieder. Ja, noch mit Frühstück, Mittagessen, keine Ahnung, wie wir aufwachen. Und ihr habt jetzt 2 Gigs in Wien gehabt, wie hat es euch gefallen? War super, das ist ein voller Erfolg für uns. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht, auch vor allem Essen, Trinken, die Wirte, die Bedienung, alles so, es passt einfach alles. Du meinst wie das Backhändl, oder? Weil das gibt es in Bayern nicht, bei uns gibt es bloß ein Grillhändl. Naja, na, man kann nur sagen, Österreich. Ich glaube, die Susi hat heute Morgen zu mir gesagt, im Bett noch gelegen, Luis, ich glaube, wir ziehen nach Österreich. Ja, bin ich voll dafür, voll dafür. So, mittlerweile ist der Gitarrist auch schon eingetroffen. Wir brauchen stell dich du einmal kurz vor für unsere Hörer. Also ich bin der Giuro, das heißt übersetzt Georg oder Bayern der Schorschi, da ist der Gürtel, glaube ich, oder? In Österreich heißt es Gürtel, oder? Ja. Das heißt Schurli, der Schurli. Der Spritzte. Der Schurli, der Gespritzte, jawohl. Naja, ich bin vor 5 Jahren zu dem Hafer da gestoßen, weil ich auch so ein Verrückter bin. Ne? Jetzt bin ich schon mittlerweile in Pension, jetzt mache ich jeden Scheiß mit. Kein Problem. Gut, eigentlich passen wir eh gut auch zu euch. Du, wir haben da unsere wunderschöne Gitarre. Ich möchte dich auch noch bitten, zu unterschreiben. Für einen guten Zweck kommt, wird die dann versteigert. Gibt es irgendwelche Termine für unsere deutschen Hörer, deutsche Freunde? Habt ihr irgendwas in nächster Zeit in Deutschland vielleicht oder wo? Ja, wir haben am 13. März in Riesgarten in Augsburg. Genau. Geht es um 20.30 Uhr geht's los. Dankeschön. So, jetzt darf ich dir das wieder geben. Ja, mach noch mal ein bisschen Werbung. Ja, ich mache noch Werbung. Also wir sind im Facebook drin, wir sind auf der Homepage crazycountrychester.de. Da könnt ihr alles nachschauen, da stehen auch die ganzen Termine und alles drin, alles was wir so loslassen und losmachen. Wir sind jetzt im März, wie gesagt, in Augsburg und dann spielen wir am 17. März in Dachau, in unserer Heimatstadt einmal wieder. Ja, und dann geht es so weiter, dann sind wir wieder per Neckar, das haben wir ja schon gesagt, gell. November kommen wir zu dir alle, weil du willst ja dein Studio neu renovieren, hast gesagt, da brauchst du uns ein bisschen. Gell, nicht vergessen. Nein, zum kaputt machen, renovieren wir das selber, haben wir ausgemacht.
Okay, nicht vergessen. Es wird wieder krochen, alles. Aber macht ja nichts. Ja, habt ihr unsere Sendung gehört damals überhaupt? Ja, freilich haben wir die gehört. Also wir waren ja mit Spannung alle bei uns im Clubraum sozusagen oder unserem Vereinsheim, wie auch immer man es nennt, gesessen und haben natürlich da zugehört und dann alle natürlich vor dem Laptop gesessen und haben geschaut, dass wir mitschreiben können, dass wir gleich Fragen beantworten können. Es war wunderbar. Also der Robert hat uns da super vertreten. Ein bisschen nervös, wie er war. Aber fürs erste Mal denke ich mal, wenn man sowas nicht gewohnt ist, hat er die Sache echt ganz toll für uns gemacht. Ja. Das freut uns sehr zu hören und uns war es natürlich auch eine Freude und Ehre. Wir haben ja zwei Stunden Spaß gehabt bei uns im Studio und danke natürlich auch an Günther, dass er euch da hergeholt hat. Gestern, wie gesagt, beim Coach heute hier beim VCWC Country, Crazy Country Chester aus Bayern. Ja, für YouTube sind es demnächst da, da könnt ihr euch die Sendung anhören und wir wollen euch jetzt nicht länger die Pause wegnehmen. Nochmal recht herzlichen Dank und jetzt geben wir nochmal Gas bis in die frühen Morgenstunden. So, Dankeschön, Dankeschön. So, wir machen wieder ein paar Videos, das seht ihr, was er sich da spielt. Once again, a big romance has taken its toll on me. A dark protection, a lonely action, now I'm more than I used to be. No lipstick on the bathroom mirror, no traces left behind. Perfect child of fit and round, just another chance to warm my mind. We're talking about I've made. On the street, Lord knows I paid a price to go and find my princess. I made a sacrifice, crawled for a better tomorrow, but no burning goodbye. In the street, no blushing, one more yard, just an empty parking place. In my heart's too. Yeah, rock me, mama, like a wind in a
Glasgow, on the Kilkenny Mountain, who met with Captain Farrell at the mine. He was captain. First I give my pistol, and then I give my razor. Standing down to the earth for our hour, the bold deceiver. I should be the dead end. The poor Daddy-O, the poor Daddy-O, there's whiskey in the jar. Let's have the money, it was a pretty penny. Hey!
Thank you.